Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Kaleitschi widerspricht Amtsärzten. Berliner DFB-Pokalgegner ausgelost. Und Anklage bei Neuköllner Anschlagsserie erhoben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 30. August. In Berlin gibt es laut dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Montag 14 Corona-Neuinfektionen. Allerdings teilen über das Wochenende nicht alle Ämter direkt ihre Daten mit, wodurch die niedrige Zahl zustande kommt. Die Corona-Ampel der 7-Tage-Inzidenz steht weiter auf Rot. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 73,7 Berliner infiziert. Im Wochentrend ist der Inzidenzwert im Vergleich zu letzten Montag aber um 1% gesunken. Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi lehnt ein Ende der Quarantäne für Kontaktpersonen ab. Damit stellt sie sich gegen die Berliner Amtsärzte, welche zuvor gefordert hatten, Kontaktpersonen von Infizierten in Schule und Kitas nicht mehr in Quarantäne zu schicken. Laut Kaleitschi widerspreche ein solches Vorgehen nicht nur gegen die nationale Pandemiestrategie, sondern auch gegen geltendes Recht. Mehr als 80% des Berliner Schulpersonals sind gegen das SARS-CoV-2-Virus geimpft. Das teilt Bildungssenatorin Sandra Scheres mit. Die Quote ergebe sich aus Berechnungen, welche man auf Grundlage der Bestellung von Corona-Tests der Schulen anstellen könne. Demnach seien rund 82% des Personals geimpft. Bei den Grundschulen ergebe sich sogar eine Impfquote von 87%. Seit Montagvormittag wurde in einem Sonderzug der Berliner S-Bahn gegen das Coronavirus geimpft. Der Impfzug fuhr dabei von 10.38 Uhr bis 13.33 Uhr als Ringbahnlinie. Im Zug konnten sich während der Fahrt volljährige Erwachsene ohne Termin impfen lassen. Eingesetzt wurde dabei der Impfstoff von Johnson & Johnson, der nur eine einzelne Dosis für einen vollen Impfschutz benötigt. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat im Fall der Anschlagsserie Neukölln Anklage gegen die beiden Neonazis Thilo P. und Sebastian T. erhoben. Wie die Generalstaatsanwaltschaft bestätigt, werde den beiden Männern zahlreiche Fälle von Brandstiftung, Bedrohung und Betrug vorgeworfen. Die mutmaßlich rechtsextrem motivierte Anschlagsserie in Neukölln umfasst mindestens 14 Brandstiftungen im Zeitraum von 2016 bis 2019 und richtete sich gegen Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Trotz der Demo-Verbote sind am Sonntag zahlreiche Anhänger der Querdenkenbewegung durch Berlin gezogen. Laut Polizeisprecher waren mehrere tausend Demonstranten unterwegs. Die Gruppen seien dabei zumeist ohne Abstand und Masken gelaufen. Um Protestzüge aufzulösen, habe man immer wieder Redelsführer gezielt festgenommen. Insgesamt habe es 160 Festnahmen gegeben, größere Auseinandersetzungen gab es aber offenbar nicht. Berlins Fußball-Erstligisten Hertha BSC und Union Berlin bekommen es in der zweiten Runde des DFB-Pokals jeweils mit einem unterklassigen Gegner zu tun. Am Sonntagabend wurden die Spielpaarungen für die zweite Pokalrunde ausgelost. Hertha muss im Auswärtsspiel gegen den Regionalligisten Preußen Münster aus Nordrhein-Westfalen antreten. Münster war nach einem Wechselfehler vom Gegner Wolfsburg am grünen Tisch in die zweite Runde eingezogen. Union Berlin muss zum Drittligisten Waldhof Mannheim reisen. In der ersten Runde hatte sich Mannheim spektakulär gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt. Die Spiele beider Berliner Clubs finden am 27. Oktober statt. Und damit zu den Wetteraussichten. In der Nacht zum Dienstag bleibt es bewölkt, Regenschauer sind möglich bei Tiefstemperaturen von 15 Grad. Der Dienstag wird den Tag über dann größtenteils bedeckt. Die Sonne kann sich bei 19 Grad nur zeitweise durchsetzen. Zur Mitte der Woche erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix mit Höchsttemperaturen von bis zu 21 Grad. Der Donnerstag schließt sich dann dem Wetter der Vortage an, es bleibt bei weiterhin 21 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.